Servus, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich zum Bulle und Bär Livestream. Wir kommen zum Ende der Woche. Eine sehr spannende Woche und das sehen wir auch aktuell an den Märkten. Es bleibt spannend. Es ist leider eine bärische Tendenz weiterhin zu beobachten. Ja, wir sind in einem bärischen Umfeld, das kann man so sagen. Der Januar läuft nicht so gut und deswegen werden wir gleich auch darauf eingehen. Denn nämlich, wenn wir diesen Monat so abschließen, wie wir den gerade vorfinden, dann gehört der Januar, dieser Januar dieses Mal zu den, ja, der schlechteste Januar seit 1950. Denn wir hatten zwei Januare im S&P 500 vor allen Dingen, die noch schlechter waren. 2009 minus 8,6% und 1970 minus 7,6%. Und das heißt schon etwas, dass hier auf jeden Fall auf uns etwas zukommen könnte in diesem Jahr. Aktien werden gegebenenfalls gemieden. Bestimmte Aktien werden gemieden. Wir kommen zu einer Rotationsbewegung, die sich langsam auch erkenntlich macht, aber wir sind noch ganz am Anfang des Jahres. Okay? Schauen wir auf die Märkte, schauen wir auf die Indizes. Wir sehen es auch heute am Freitag, eher eine bärische Phase, in der wir uns hier befinden. Wall Street vorbörslich im Minus, der DAX heute schon über 1,5% im Minus, 240 Punkte schon abgegeben hier bei IG, US, der S&P 500 auch im Minus, andere europäische Märkte genauso. Und ganz interessant seht ihr selber, hier haben wir auch drüber gesprochen, das Dezember-Tief im S&P 500, ja, sind wir weit abgeschlagen. Wir haben dieses jetzt hier nach dem Durchbruch auch nachhaltig auch weiter nach unten verlassen, setzen hiermit einen Abwärtstrend fort. Und das Gleiche gilt für den Nasdaq, sogar eigentlich noch krasser. Hier haben wir uns jetzt schon in den Bereich 14.000 bewegt. Wir testen gerade diesen Support unterhalb der 14.000-Punkte-Marke. Ja, man kann eigentlich so sagen, und das ist so aus meiner Erfahrung, wenn wir so einen Bruch nach unten sehen, um die 800er oder die 8er-Ecke, das heißt 13.800, ist ganz wichtiger Unterstützungsbereich jetzt kurzfristig schon. Wenn wir den nachhaltig durchbrechen, dann bestätigen wir eigentlich diesen Abwärtstrend. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen auch mal auf den DAX und der bewegt sich hier, wie gesagt, auch in einem Abwärtstrend. Leichte Erholungen. Wir haben heute gesehen, wie das untere Bumidi-Band durchbrochen wurde und wir jetzt hier am zweiten unteren Bumidi-Band in der Nähe schon ein Reversal sehen. Aber ob es wirklich ausreicht, dass wir heute wieder über die 15.343 kommen, also dass wir wieder in der Bandbreite schließen, das wird sich jetzt mit der Eröffnung in Amerika auf jeden Fall auch bemerkbar machen. Eine kleine Info am Rande, wer vielleicht noch auf der Möbelsuche ist, die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Wirecard wird aktuell bei Hermaler auf einer Aktion angeboten, könnten vielleicht auch historische Ausstattungsgegenstände sein. Das vielleicht so als kleine Info am Rande. Aber ganz wichtig für uns auch, wenn wir mal auf die Rohstoffmärkte schauen, das haben wir ja in den letzten Tagen, beziehungsweise seit Anfang des Jahres, sprechen wir sehr viel über Rohstoffe und es liegt auch daran, weil da jetzt eine mögliche Rotationsquelle liegt. Also da fließt, das sehen wir gerade auch, durchaus Geld hin. Ein wichtiger Rohstoff, der auffällt, seit Anfang des Jahres haben wir eine sehr gute, beziehungsweise gehört Palladium zu den Top-Performern, fast 20% seit Anfang des Jahres jetzt als Rendite aufgebracht. Und wir sehen sehr schön hier in einer Quelle vom Internationalen Währungsfonds Russland 40%, also auf Russland gehen 40% der Palladium-Produktion. Die Unsicherheiten, geopolitischen Unsicherheiten, die ihr alle sicherlich schon mitbekommen habt, könnten dazu führen, natürlich hier noch weiteren Druck auf Palladium aufzubauen. Wir sehen es auch aktuell, die Saisonalität passt auch in diesem Zeitraum. Sehen wir auch eine sehr bullische Tendenz in Palladium. Gepaart mit dieser geopolitischen Unsicherheit steckt hier durchaus Volatilität drin, aber gegebenenfalls auch ein weiteres Aufwärtspotenzial im weiteren Verlauf des Jahres. Das schon mal kurz erwähnt. Ich würde mal sagen, klar, wir hatten die FOMC-Meetings, da gehen wir vielleicht gleich auch direkt mal mit Christian auf ein. Also am Mittwoch hat ja die FED gesprochen, hat Paul gesprochen, Notenbankchef der FED. Und ja, es wird durchaus, wie wir alle wissen, zu einer Zinswende kommen. Frage ist natürlich, wie heftig sie wird.
Und dafür schalte ich auch unseren Kollegen Christian dazu. Grüß dich, Christian. Wie Hallo, geht's? Sarah. Ja, ich hatte schon gerade angesprochen, FED-Sitzung. Wir sehen auch aktuell, dass natürlich die Erwartungen, die Wahrscheinlichkeiten sich durchaus in Richtung mehreren Zinsentscheidungen ja, verändern. Klar spielen fundamentale Faktoren werden noch eine Rolle spielen. Wie wird sich es mit der Inflation weiterentwickeln? Werden wir eine höhere, noch eine schneller steigende Inflation sehen? Dann wird natürlich die FED mehr unter Druck gesetzt, noch rascher zu agieren. Oder kommt dieses Thema transitorisch, also dass die Inflation eigentlich nur ein kurzzeitiger Effekt ist, sprich was Paul gesagt hatte, dass wir dann vielleicht doch nicht so stark die Zügel anziehen. Vielleicht da noch kurz dazu, in China, Olympische Spiele stehen jetzt bald an. Omikron ist mit dem Vakzin, was die Chinesen nutzen, ja, Leute haben sich eher anstecken können aufgrund dieses Vakzins, und die Chinesen befürchten durchaus eine weitere Welle. Und das bedeutet, wenn das passiert, sind Wertschöpfungsketten weiterhin, oder die gestörten Wertschöpfungsketten, die wir schon sehen, werden dann nicht gesünder. Und das bedeutet natürlich auch A, Inflation, B, auch Wachstumsaussichten, die wir jetzt gerade alle bekannt werden, dass die alle kassiert werden und dass das dann nicht so gut aussieht. So, sorry, jetzt ein bisschen zu viel gesprochen, aber du bist dran. Ja, im Grunde hast du jetzt alle ja einiges vorweggenommen. Die Lieferkettenprobleme, die du ansprachst, die werden jetzt auch in den nächsten Monaten nicht einfach gelöst. Sollte es also auch in China letztendlich dem Ausgangspunkt der Pandemie jetzt zu einer weiteren Welle, einer Omikron-Welle kommen, ja, dann, wie gesagt, wie du schon so richtig erwähnt hast, dann kann hier natürlich nochmal Druck aufkommen. Neben der geopolitischen Lage, da ist aktuell auch noch keine Entspannung zu sehen. Und natürlich der FED. Ich hatte ja gestern in unserem Livestream ja darauf hingewiesen, dass ja aktuell die Marktteilnehmer so von ja mehr als 3, eher doch 5 Zinserhöhungen ausgehen. Ja, und das ist natürlich die aktuelle Gemengelage. Die Saisonalität, Zwischenwahl, ja, spricht auch nicht dafür. Und ja, wie Seller schon gesagt hat, was ich ja schon jetzt seit einiger Zeit hier immer sage, ist ganz einfach, 2022 könnte ein Rohstoffjahr werden. Und ich glaube auch, dass wir uns gleich auch wenigstens den Ölpreis uns mal anschauen und natürlich auch deren Aktien, beziehungsweise natürlich Aktien von den Unternehmen, die davon von einem steigenden Ölpreis halt profitieren. Genau, vielleicht muss man das nochmal hier zusammenfassen. Natürlich, wir erwarten auf jeden Fall, dass die Aktienmärkte unter Druck kommen. Aber na natürlich wird es Gewinner geben und auch wiederum Verlierer. Das heißt nicht, dass der gesamte Aktienmarkt, jeder Sektor einfach nur am Ende ja, in einer Bärenfalle liegt. Nein, sondern es kommt zu einer Rotation. Und wie Christian gesagt hat, Energiewerte, Ölpreisaktien, deswegen werden wir uns heute speziell auch auf Ölpreisaktien befassen, zum einen. Aber auch Bankentitel könnten aufgrund der anstehenden restriktiven Geldpolitik, also Erhöhung der Zinsen, durchaus profitieren. Werden wir nächste Woche noch tiefer dann drauf eingehen. Aber wir schauen noch auf die Agenda. Was haben wir hier noch zu sehen? Genau, ich wollte doch auf jeden Fall mit dir, Christian, hier auch den Januar-Effekt oder das Januar-Barometer mal uns anschauen. Wir schauen ja immer gerne. So, einen Moment. Wo sind wir hier? So, finde ich dann auch. Wir schauen, oder ich schaue insbesondere immer gerne für einen Jahresausblick auf das Ende von Januar, oder ich warte sehr gespannt auf das Ende vom Januar. Warum? Weil ich dann mehrere Indikatoren, Markteffekte, die ich historisch untersucht habe mit Christian, dann vollzählig habe und mir dann auch einen Eindruck machen kann, so nach dem Motto, wie der Januar, so das Jahr. Und wenn wir uns mal rückblickend mit dieser Sache befassen, dann wisst ihr, haben wir im Livestream, deswegen gerne immer uns folgen, die Glocke aktivieren, auch unsere Livestreams, historischen Livestreams anschauen, denn Weihnachtsrallye haben wir drüber gesprochen, war an den US-Märkten,
gut. Wir haben sogar überdurchschnittlich abgeschlossen. Kleine Randnotiz: Was ist die Weihnachtsrallye? Die letzten 5 Handelstage an den US-amerikanischen Märkten plus die ersten 2 des neuen Jahres. Sah gut aus, aber dann ging es los. Die ersten 5 Handelstage im neuen Jahr waren dann mal direkt negativ. Ja, der S&P 500 minus 1,87% zu dem Zeitraum. Nasdaq noch krasser, da ging es dann nämlich los mit der fundamentalen Veränderung. Jetzt, dass die Fed agieren wird, und das ist natürlich, wie Christian schön sagt, Gift für Technologiewerte. Das hat hier nochmal Rums gemacht, dann direkt in den ersten 5 Handelstagen. Dann haben wir in den letzten Tagen jüngst immer wieder darüber gesprochen. Dezember-Tief. Hat das Dezember-Tief 2021 gehalten? Nein. Ja, und im Dow Jones sind wir jetzt leicht im Plus, aber es wurde auch durchbrochen. Wir sehen es. Nasdaq sogar 8,29% unterhalb des Dezember-Tiefs. Auch hier wieder, der Nasdaq ist hier das Schlusslicht und kriegt hier am meisten Prügel sozusagen von den Marktteilnehmern. Ja, und dann ganz wichtig, die positive Januar-Performance. Schließen wir den Januar im Plus? Fragezeichen. Wir haben nur noch heute und Montag. Das wird sehr schwierig werden. Der Nasdaq hat hier auch wieder. Ist wieder das Schlusslicht mit minus 13,16%. Also es zeigt, wir haben hier durchaus eine rote Ampel vor uns, weil dieser Januar-Effekt, diese Kombination aus diesen mehreren Effekten, durchaus eine gute Aussagekraft haben kann, historisch, wenn wir uns das anschauen. Nur deskriptiv, ja, jetzt kein Erklärungsgehalt da suchen, konnten wir durchaus sehen, wenn der Januar durchaus positiv war, wenn die Effekte hier durchaus gut waren, dann war das Jahr auch relativ gut. Kommt das so ins Stocken, dann wird es entweder eine Seitwärtsphase oder doch ein negatives Jahr. Und da vielleicht auch noch mal mit Christian gesprochen. Was sagt dir so ein Markteffekt? Ich meine, du hast ja noch mehr Erfahrung als ich im Trading und Analysen. Ja, ich würde gerne mal so deine Meinung dazu haben. Ist das Humbug, sagst du, ach, Bullshit, oder gibst du der Sache doch schon eine, ja, eine Wichtigkeit? Naja, es ist ja im Grunde so in der Statistik, wir können ja nun mal uns etliche statistische Modelle ja konstruieren. Die Frage ist, ob auch diese Modelle einer Überprüfung, einer Verifizierung halt standhalten. Wenn wir natürlich jetzt auch hier im Rahmen des Livestreams sagen, ja, wir haben das natürlich auch verglichen mit der Vergangenheit, dann können wir auch hier natürlich eine statistische Signifikanz natürlich auch hier nennen. Natürlich wird sich der eine oder andere fragen, ja, aber warum denn gerade der Januar? Weil ganz einfach im Januar die großen institutionellen Investoren, darum auch der Januar-Effekt der ersten 5 Handelstage, weil ganz einfach im Januar letztendlich für viele Anleger die Weichen für das Gesamtjahr halt ja, letztendlich gestellt werden. Und wenn natürlich jetzt zunehmend die institutionellen Anleger sehen, hoppala, in den ersten 4 Wochen, da ist es doch ordentlich runtergegangen. Da werden natürlich jetzt einige sagen, ja, aber das war jetzt zu viel des Guten. Und ja, wenige Minuten vor unserem Livestream habe ich auch zu Salah gesagt, weil also jetzt auch ein besonders starker Kursrückgang im Januar war im Jahr 2009. Und vielleicht wird der ein oder andere sich daran erinnern, ja, das war das Tief im März 2009 ausgelöst durch richtig Lehman Brothers, also die Finanzmarktkrise, die dann so 2008 dann um sich schlug. Das ging also, wie gesagt, bis März 2009 und erst so im frühen Sommer des gleichen Jahres haben die Finanzmärkte ihre Tiefs dann letztendlich überwinden können. Also die interessante Frage, und das werden wir natürlich auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten verfolgen, war das jetzt noch mal ein übertriebener Ausverkauf? Kann das jetzt auch bis März gehen, weil der DAX neigt schon mal sehr gerne auch bis März abwärts zu tendieren? Vielleicht erreichen wir im März ein Tief. Natürlich, wenn wir jetzt ungefähr so von 15.200 Punkte ausgehen, kann es bis März durchaus bis 13,5 gehen, was mein persönliches Kurs hier für 2022 ist. Und dann ausgehend von dem Tief
aufwärts gehen. Also natürlich, diese Saisonalitäten sind, und da wird Marcella recht geben, es ist ein Kann, aber kein Muss. Es ist für mich persönlich ein sehr hilfreiches Instrument, was uns jetzt natürlich noch auch mal als Analyst, aber auch als Trader so ein bisschen Sicherheit gibt. Wenn ich jetzt sehe, Marktschwäche, die Marktbreite ist äußerst schwach. Wir haben eine angeschlagene Charttechnik, die Indikatoren sowieso. Dann haben wir natürlich auch das fundamentale Gerüst, ja, mit einigen Baustellen, ja, die schon genannt worden sind. Und dann auch noch jetzt eine relativ saisonale Schwäche ergänzt. Januar-Effekt, aber auch Zwischenwahl, ja. Dann glaube ich, ist es aktuell doch ein bisschen sehr blauäugig, jetzt auf eine Fortsetzung der Rosse zu setzen. Absolut. Die Märkte haben gerade geöffnet in den USA und wir sehen etwas sehr Interessantes jetzt auf ganz kurzfristiger Zeiteinheit für den Scalper unter uns. Und zwar hier, wir haben jetzt diesen, das will ich ganz kurz zeigen, diese 34.137 haben wir jetzt durchbrochen, kurz vorbürstlich. Für mich ist es jetzt wichtig, für ganz kurzfristig, und da warst du im Gespräch, das erwarte ich, den Pullback jetzt nochmal runter, bestätigen dieser 34.143, um dann hier nochmal Momentum an der Oberseite zu bekommen, jetzt auf ganz kurzfristiger Basis. Und Christian, das habe ich auch mal gesagt, wenn ich alleine, also wenn ich Livestream mache und auf Minutenbasis einen kurzfristigen Scalp zeigen will, dann ist das manchmal schwierig, beides zu schaffen. Und ihr seht es jetzt selber, der Pullback in diesen kurzfristigen Widerstandsbereich. Ich habe jetzt nicht mal Durchschnitte drin. Ne? Ist natürlich Erfahrung, die man mitnimmt. Wir haben aber hier diesen Bereich gesehen. Wenn dieser jetzt, wenn wir hier oben wirklich jetzt einen Pullback nach oben sehen, dann ist das eigentlich ein Ausbruch aus einem Rechteck, der das weiter fortführen würde, ganz in kurzfristiger Basis. Aber wir sehen, ja, dass der Pullback zieht hier weiter nach unten. Wir halten aktuell noch nicht die 34.115, auch wenn wir mal auf 5 Minuten schauen. Gleiches Spiel hier, dieser Bereich wird jetzt kassiert und wir drehen um. Das heißt, auf ganz kurzfristiger Zeiteinheit ist hier die Schwäche stärker als die Verkäufer stärker als die Gewinner, aber ja, alles klar. Und das ist das Schöne für mich zum Beispiel in so Eröffnungen auch, Christian. Wenn das ganz kurzfristig hält, dann hätten wir hier einen schönen Ausbruch aus dem Rechteck, der durchaus das Kursziel nochmal angreifen könnte, auf ganz kurzfristiger Zeiteinheit. So aber nicht. Ja, und das ist jetzt für mich auch passé. Ne? Das muss sich jetzt hier neu entwickeln, auf einer Minute diese Chance jetzt hier zu nehmen, zu meinen, okay, dann starte ich jetzt hier diesen Aufwärtstrend vorsichtig. Wir schauen ja in mehreren Zeiteinheiten, wir sind in einem Abwärtstrend. Ja? Und noch weiter gedacht, wir haben das Dezember-Tief hier. Wir kämpfen gerade um dieses Dezember-Tief. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil nur der Dow Jones liegt gerade aktuell überhalb des Dezember-Tiefs, auch wenn er es in diesem Jahr schon gesprochen hat. Und das ist jetzt, da sieht man auch, wie schön so ein Dezember-Tief, worüber ich die ganze Zeit gesprochen habe, warum wir jetzt auch hier einen Unterstützungsbereich sehen. Ne? Das ist nicht von mir erfunden, aber da schauen natürlich viele Marktteilnehmer drauf. Und wenn hier jetzt neue Käufer in den Markt kommen, das Dezember-Tief auch ein Unterstützungsbereich bleibt, dann könnten wir kurzfristig ja von einer Erholung noch sprechen. Scheitern wir, gehen wir runter, dann setzen wir hier ganz klar und bestätigen diesen Abwärtstrend. Ja, Christian, wir wollten auch über Ölaktien sprechen und da wollte ich gerne das Wort an dich geben. Wir sehen, der Ölpreis WTI 88 US-Dollar, ich habe es am Anfang des Jahres gesagt, nicht jetzt hier 89 jetzt fast, um zu meinen, ich wüsste oder hätte das Orakel in der Hand, aber ich erwarte einen Ölpreis von 100 Dollar. Ich war nämlich gegen der herrschenden Meinung, dass die Inflation nur transitorisch ist. Ja, wer auch in der Realität lebt, wird es zu spüren bekommen und wird da auch seine Gedanken drüber gemacht haben und weiß, dass die Inflation eigentlich durchaus noch weiter steigen kann. Ja, und da sind durchaus Ölwerte und Öl interessant. Was hast du uns mitgebracht zu dem Thema?
Ja, auf alle Fälle. Also die Inflation könnte wahrscheinlich vielleicht jetzt nicht mehr über 7% in den USA steigen, aber weiter auf einem sehr hohen Niveau verharren. Natürlich wird das dann letztendlich auch ja, verstärkt, wenn auch die Energiepreise weiter steigen, weil halt ganz einfach die Energiepreise ja auch im Warenkorb doch ein deutliches Gewicht haben. Ja, meine Damen und Herren, um es jetzt ja auch jetzt hier nicht den Rahmen des Livestreams zu sprengen, natürlich die Frage ist, wenn jetzt an Aktienmärkten das Geld abgezogen wird, vom Gesamtmarkt abgezogen, wie wir es ja gerade gesehen haben, ob Dow, ob Nasdaq, S&P und DAX, muss das Geld ja irgendwo hin. Und da haben wir natürlich eine aktuelle Rotation innerhalb der Branchen. Ich schaue mir immer den Stock 600 an. Salle hat es letztes Mal am S&P gemacht. Spielt im Grunde keine Rolle, weil diese Rotation, diese Asset Allocation ist weltweit. Ja, der Ölpreis steigt weiter. Wir hatten ja gestern darüber gesprochen, dass der Ölpreis ja letztendlich vorgestern ein neues Kaufsignal generiert hatte. Mein Kursziel nicht ganz 100, sondern 99 US-Dollar, um ganz genau zu sein. Also so könnte der Ölpreis vielleicht versuchen, ja dreistellig zu werden. Ja, natürlich die Frage ist, wie groß ist der Einfluss des Ölpreises auf die Entwicklung, auf die Umsatz- und letztendlich auf die Gewinnentwicklung und natürlich auch auf die Kursentwicklung der wichtigsten Ölaktien. Und hier sehen wir das in der ersten Tabelle. Da habe ich ganz einfach mal die Korrelation ausgerechnet. Das heißt also das statistische Maß, welches misst, wie stark in diesem Fall der Ölpreis sich auf den Aktienkurs der betreffenden Unternehmen auswirkt. Und dieser Korrelationskoeffizient, der maximal den Wert von 1 annehmen kann, ja, hier sehen wir, wir haben etliche Werte mit einem Korrelationskoeffizient von 0,9. Das heißt, und dann noch eine positive Zusammenhang. Wir reden also hier von einem starken linearen positiven Zusammenhang zwischen diesen Kurs, zwischen den Kursreihen Öl und Aktienkurs. Und das bedeutet ganz einfach, wenn der Ölpreis weiter steigt, davon geht Zalle aus, davon gehe ich auch aus, dann müsste folglich auch, müssten die Aktienkurse der betreffenden Unternehmen wie ExxonMobil, wie Total oder Total Energies, wie es jetzt heißt, Royal Dutch Shell, Eni, British Petroleum, BP. Das sind so jetzt die Werte, wo ich sage, okay, da kann man mal als Anleger mal einen Blick drauf werfen. Wir sehen auch, dass hier anhand der relativen Stärke nach Levi, das ist jetzt nur ein zusätzlicher Filter, da sieht man, der Stock 600 Öl und Gas, der hat aktuell eine relative Stärke, die über der des Gesamtmarktes des Stock 600 liegt und auch die genannten Werte, Ausnahme mit Repsol, ja, die anderen Werte liegen eigentlich jetzt hier doch deutlich auch über dem ja, der relativen Stärke des Subindex, also der Branche. Und das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen dafür, dass wir natürlich auch solche Werte uns speziell anschauen. Das möchte ich im Grunde eigentlich auch machen. Und der erste Vertreter, ich glaube, Salah, sieht man den Chart? Wunderbar, ja. Ja, ist BP? British Petroleum. Bitteschön. Genau, BP. Ja, kurz BP. Und hier zeige ich Ihnen mal die Wochencharts. Ja, das ist auch egal, ob Sie jetzt ein Turbo-Zertifikat auf den einen oder anderen Wert dann haben oder einen CFD-Kontrakt haben. Wenn Sie auf 5-Minuten-Basis sind, ist es halt immer mitentscheidend auch wichtig, sich das übergeordnete Zeitfenster anzuschauen. Und ich will damit zeigen, dass viele der genannten Ölaktien schon eine gute Strecke hinter sich haben, aber noch Potenzial nach oben haben. Wie jetzt hier British Petroleum, BP. Hier haben wir im Bereich von 395, haben wir jetzt hier nicht nur ein 50% Fibonacci-Niveau, sondern auch hier die Unterseite des Abwärtsgaps von März 2020, was im Februar, was im März vor allem an den Märkten los war. Brauche ich hier nicht mehr zu sagen, Corona. Und wir versuchen jetzt gerade bei BP diese Lücke zu schließen. Und wenn uns das gelingt, dann ist das der Befreiungsschlag, dann ist das ein neues Kaufsignal. Weiterer Wert ist natürlich, da bleiben wir jetzt mal so im niederländisch-angelsächsischen Raum, das ist Royal Dutch Shell. Und hier sehen wir auch, dass wir aktuell hier heute in dieser Woche jetzt doch sehr gut jetzt auch an diesem Widerstandsbereich, das ist eine ganz kleine Mini-Kurslücke. Aber hier sehen Sie auch,
das 61,8% Fibonacci-Retracement. Und ich hatte ja schon mal im Rahmen eines Livestreams auf das, bin ich auf das Fibonacci-Trading eingegangen. Also wenn uns gelingt, hier dieses 61,8% Niveau bei 23,16 zu überwinden, dann ist das das finale Kaufsignal. Und dann, meine Damen und Herren, kann es rein theoretisch bis zum Ausgangspunkt dieser mittelfristigen Abwärtsbewegung gehen. Und das war das Hoch bei 31,38 von Mai 2018. Das sind natürlich die übergeordneten Zeitfenster. Nichtsdestotrotz ist das immer sehr interessant. Auch Total Energies aus Frankreich versucht jetzt auch hier die letzten zwei Widerstände aus dem Weg zu räumen. Das wäre hier bei 50,93, 52,14 mit Kursziel von rund 57 und darüber hinaus wäre natürlich dann der Weg frei. Und abschließend natürlich auch eine sehr interessante Aktie. Das ist Eni. Da gehe ich nochmal auch im Wochenchart. Das heißt, ich gehe immer zu Hause, schaue ich mit den Wochenchart an und dann gehe ich nochmal in den Tageschart, um hier nochmal das Feintuning, das Timing vorzunehmen. Und hier Eni ist auch jetzt in dieser Woche, das heißt also in wenigen Stunden wird auch für Eni Wochenende sein für die Aktie, sind wir nach oben ausgebrochen und gehen jetzt in Richtung der darüber liegenden Abwärtstrendlinien, verläuft ungefähr so bei 14,36. Und Sie sehen also, die Ölaktien haben schon eine gute Strecke hinter sich gebracht, haben aber noch Potenzial nach oben. Das heißt, wir haben immer noch einige Aktien, die ja das Vor-Corona-Niveau doch vor den Augen haben. Wie gesagt, ein sehr interessanter Sektor. Und ja, ich nehme mal an, in der nächsten Woche werden Zan und ich uns einen weiteren Sektor dann zur Brust nehmen, der sehr interessant ist, der gerade von den steigenden Renditen, gerade von der steigenden Inflation halt profitiert. Und das ist halt der Bankensektor. Absolut. Wir schauen noch mal auf die Märkte und wir sehen auch dieser 1-Minuten-Scalp-Versuch, den wir auch nicht eingegangen sind, richtigerweise zeigt, es geht hier einfach weiter Richtung Süden. Die Wall Street liegt jetzt hier schon fast einen Prozentpunkt tiefer. Bricht also in unserer Sprache aktuell das Dezember-Tief. Wenn wir nochmal auf ganz kurzfristig auf diesen Minuten, auf dieses Minuten-Rechteck gehen, da seht ihr es ganz klar. Der Pullback hätte hier oben halten müssen. Kennen wir Christian, 34.138 hätte er gehalten. Hätten wir hier nur jetzt ganz kurzfristig gesagt, vielleicht eine positive Eröffnung gesehen. Das mit diesem Ausbruch und dann auch die 34 preiszugeben, zeigt, dass wir hier direkt mit dem falschen Fuß aufgestanden sind in New York im Moment. Ja, und erstmal abgeben. Aber die Volatilität ist hoch. Ich habe es auch schon am Anfang des Jahres gesagt, Christian auch bestätigt. Das Jahr wird durchaus ein volatiles Jahr und wir haben am Anfang der Woche ja gesehen, wie der Dow Jones ab 18 Uhr dann Schmitzkatze alles wieder aufgeholt hat. Nasdaq 5% dann auf einmal im Plus. Ja, sämtliche Indizes sind dann wieder in die Bumidi-Bandbreite reingezogen, weil die Volatilität dann ja einen kleinen Rücksetzer gemacht hat, Euphorie in den Markt gekommen ist, aber nicht für lange. Ja, und das sehen wir aktuell auch. Wir sehen hier durchaus eine grundsätzliche Schwäche im Markt und das seht ihr hier auch auf der Indextafel, alles rot. Ja, und wir werden durchaus vielleicht hier einen schwachen Abschluss in dieser Woche sehen. Letzte Woche Down Friday, wir hatten einen schwachen Freitag, der Montag, wie gesagt, um 18 Uhr drehten dann die Märkte um, so als wollten sie diesen Down Friday, Down Monday Warnsignal aus dem Weg schaffen. Ja, und jetzt stehen wir wieder vor diesem Punkt. Wenn wir Freitag, wenn wir heute wieder schwach schließen, Montag auch mit einem negativen Schlusskurs die Woche beginnen, dann würden wir hier ein weiteres Warnsignal in unser Effektportfolio für den Januar bekommen. Denn nämlich Down Friday, Down Monday ist durchaus auch ein sehr bekanntes Warnsignal. Man kann durchschnittlich sehen, werde ich dann auch zeigen, dass in den Mo 3 Monaten danach durchaus eine Korrektur zu erkennen ist. Aber das werden wir dann sehen. Gut, ja, Christian, auch dir nochmal einen Moment, sorry. Auch von, oh, sorry, ich wollte mich auch bei dir bedanken nochmal in dieser Woche.
Warst du ja auch zeitweise alleine, weil ich in Amsterdam war, aber nächste Woche sind wir wieder zu zweit hier für euch da. Und ja, dir ein schönes Wochenende, euch auch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und erfolgreich und wir sehen uns dann in alter Frische nächste Woche wieder. Bis dann.